Naja. Danke, ihr beiden. Achso, ich muss mit dir noch einmal quatschen. Soldaten wurden zu Bären, Leute, die sich selbst in Brand stecken. Okay, die hat Oblivion-Flashbacks. Ja, die hatte ich aber schon vorher bei einer Stelle. Ich weiß, wo ich so ein Oblivion-Turm musste. Aber es klingt alles so aufregend. Jesus, ist cool. Erinnert an viele Oblivion, Morrowind. So einige Stellen. Nostalgie. Was können wir wegen dieser Speer machen? Ach, ich schätze, ich kann die Wirkung der Magie des Bürgermeisters umkehren. Nachdem ich meine Künste so viele Jahre verfeinert habe, sollte das eine leichte Aufgabe für mich sein. Aber wenn wir Bären jagen, brauche ich euch als Köder. Was? Ihr wollt, dass ich der Köder bin? Ich bin eine alte Frau. Und solche Magie erfordert hohe Präzision. Ein Ringkampf mit Bären verringert die Präzision. Verpasst ihnen Ohrfeigen, bewerft sie mit Stöcken und beschimpft sie mit Tiernamen. Ihr müsst ihre Aufmerksamkeit unbedingt auf euch gerichtet halten, während ich den komplizierten Teil erledige. Was können wir wegen des Bürgermeisters machen? Ich habe eine alte Schriftrolle in meinem Kellerlabor versteckt. Das muss ganz allein du wissen, Kitty. Wenn wir sie zur Hand hätten, würde es keine Rolle spielen, wie fest die Tore der Kathedrale geschlossen sind. Jetzt bin ich ein Köder. Aber erst sollten wir Südspitz von seinem Bärenproblem befreien, oder? Okay. Machen wir so. Bin ja schon ein Köder. Helm ausblenden müsste. Jetzt kann ich diesen Albtraum verlassen. Aussehen. Kopfbedeckung, freie Sicht. Bist du eigentlich? Müsste auch ohne Kostüm gehen, ne? Ja. Hui, meine Rüstung ohne Kostümchen. Aber dafür ein sexy Köder, okay. Der klobige Helm ging mir auf die Schnurhaare. Ja, das glaube ich. Ich mag die auch nicht so sonderlich. Ich habe halt meine Helme auch immer aus. Es sei denn, es sind halt wirklich mal so Kronen oder Diademe oder sowas. Die gibt es aber halt selten. Deswegen habe ich ja hier meine Kopfbedeckung. Lenkt den Bären ab. Hi. Oh. Reiß die Hütte ab. Diese Stadt ist am Ende. Flieht, solange ihr es noch könnt. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Nein, nein. Jetzt lasst uns in mein Laboratorium gehen. Wir werden diese Schriftrolle benötigen, um in die Kathedrale zu kommen. Das bringt nichts! Raus mit euch! Oder der Blitz wird euch vernichten! Tolles Haus hast du! Wir werden es nicht zu einem Labor schaffen, wenn wir nicht den Blitzschlag aufhalten. Das Gewitter ist nicht natürlich. Wie können wir es beenden? Wenn jemand dieses Gewitter heraufbeschworen hat, dann hat er das von irgendwo aus getan, wo er alles in Südspitz überblicken kann. Es gibt einen alten kolovianischen Turm in der Nähe. Er ist neben der Kathedrale der höchste Punkt der Stadt. Schauen wir doch einmal im Turm nach. Hui.
Ui. Ja, hier sind einige Blitze. Ihr wollt mehr Blitze? Ich habe jede Menge davon. Freut mich. Aua. Hi. Was macht ihr hier? Ich kenne euch nicht. So möchte ich ihn tun, oder? Ja. Seid für all das ihr verantwortlich? Und was, wenn ich es wäre? Sie nannten mich einen launischen Trunkenbold. Sie meinten, ich wäre zu nichts nütze. Aber jetzt habe ich den Blitz. Und ich werde ihn jedem zu spüren. Das Gute ist, dass wir ja gleich auch zu FF14 wechseln. Haltet den Mund und verschwindet. Sonst kriegt ihr einen Blitz ab, so wie alle anderen. Problem ist ja nur, ich muss lesen. Ihr müsst dieses Gewitter beenden. Ich brauche mir das nicht anzuhören. Euch zeige ich's schon, so wie ich's den anderen gezeigt habe. Niemand schubst Rufinus herum. Seid doch vernünftig, wir können über alles reden. Meint ihr, ihr könnt so... Nein, ich kann ihn nicht überreden. Ich werde euch mit einem Blitz braten. Eure Lungen werden so schnell brutzeln, dass sie platzen wie Maiskörner in der Pfanne. Ich werde euch die Augen aus... Das okay. Hätte ich euch gar nicht zugetraut. Nicht? Aber der Sturm löst sich auf. Wir sollten in mein Laboratorium gehen. Was passiert, wenn ich da jetzt runterspringe? Darf ich auch? Ja, Tatsache. Und rein mit uns. So, wo hat sie denn? Ah ja, sie liegt auf meinem Schreibtisch. Genau, da drüben. Seht ihr sie? Ja. Wir sind die Letzten, die der Bürgermeister erwarten würde. So, eine hübsche Kathedrale. Nicht, wenn ich euch zuerst töte. Mit 10% Verlust sind wir zu rechnen. Genau. Beunruhigend finde ich das hier. Alter, kannst du dich mal beeilen? Warte halt erstmal so 3 Jahre auf dich. Sag mal. Jetzt kommen wir auch mal rein. Nö. What? Ist das der Bürgermeister? Wartet, ich erkenne ihn wieder. Ich werde versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Gönn dir. Wer ist da? Wie seid ihr hereingekommen?
Geht, ich möchte alleine sein. Erkennt ihr mich denn nicht, Bürgermeister Aulos? Taranit, dank sei den Göttlichen. Sheogorath war das, er hat das alles getan. Er hat mich benutzt. Und wie genau hat er euch benutzt? Er hat mir Macht versprochen. Den Respekt, der mir zusteht. Aber dann hat er meine Zunge mit Wahnsinn verflucht und ließ mich diese Stadt ins Chaos stürzen. Ihr seid sogar für einen Sterblichen erbärmlich. Was? Ihr habt mich gehört. Oh, ich wollte schon immer eine Person in einer Person kennenlernen. Erzählt, wie ist das? Person in einer Person. Es tut mir so leid, Sheogorath. Ich dachte, ihr hättet mich verlassen. Auli, ich habe euch eine Zunge überlassen, die die Leute verrückt macht. Aber ich schätze, wenn ihr mein Geschenk nicht wollt, kann ich es aus eurem Mund nehmen und meiner neuen sterblichen Lieblingsfreundin schenken. Nein, denkt daran, was ich hier alles aufgebaut habe. Die wunderbaren Schreie, die ich geschaffen habe. Alles in eurem Namen. Müsste ich nicht euer Liebling sein? Oh, von mir aus. Verzeihung, mein zweitliebster sterblicher Freund. Es lief gut mit uns, aber jetzt ist die Vorstellung beendet. Ja, danke. Gut, ihr kommt endlich zur Besinnung. Wir sollten uns noch einmal vorstellen. Warum lande ich immer hinter Gittern? Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich hier in diese Zelle kam. Als ich aufwachte, standet ihr einfach dort mit schäumendem Mund. Schätzt euch glücklich, dass Sheogorath euch nicht wie eine Marionette behandeln wollte. Im Gegensatz zu mir. Warum sollte Sheogorath euch als Marionette haben wollen? Ich war in Eldenwurz, als ich einige seltsame Gerüchte aus Südspitze hatte. Bei meiner Rückkehr hierher erkannte ich die Zeichen. Doch als ich in meinem Labor ankam, war Sheogorath schon dort und tanzte. Und dann tanzte ich. Danach wurde alles dunkel. Und die Bauern tanzten. Was ist denn geschehen? Ich sah und hörte alles, was wir taten. Aber ich konnte nichts tun. Also, ja, die Vision. Ich bin so mein eigener Geist war mein Gefängnis. Ich rechnete damit, dass er uns beide töten würde. Aber es gibt uns immer noch, nicht wahr? Am besten denkt man nicht zu viel darüber nach. Nein, dem verrückten Gott mit Logik begegnen zu wollen, ist unklug. Was ist denn in Südspitz passiert? Bürgermeister Aulus ist passiert. Er hat immer anderen die Schuld für seine eigenen Fehler gegeben. Aber mir war nie aufgefallen, dass er von Sheogorath berührt worden war. Der einzige Weg, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten, ist sein Tod. Okay, denkt ihr wirklich, dass er sterben muss? Er hat die Macht, Südspitz nach seinem Willen neu zu erschaffen, um den verrückten Gott zu erfreuen. Wohin Bürgermeister Aulus auch immer geht, wird Sheogorath nicht fern sein. Ich sehe keinen anderen Weg. Außer ihr überzeugt Sheogorath, ihn mit sich zurück ins Reich des Vergessens zu nehmen. Aber es wäre eine Torheit, mit ihm streiten zu wollen. Okay, wir müssen hier verschwinden. Ich weiß nicht wie. Diese Stäbe sind dicker als Schwertklingen. Wir gehen nirgendwo hin. Anscheinend hat Sheogorath ein paar Umbauten an diesen Katakomben vorgenommen. Ist denn so? Es gab sonst nie Gefängniszellen unter der Kathedrale. Könnt ihr eure Magie nicht dazu verwenden, die Tür zu öffnen? Das habe ich schon versucht. Offenbar hat Bürgermeister Aulus meine Magie irgendwie gebunden. Es ist schon ärgerlich, aber nicht so sehr, wie wenn ein dädrischer Fürst einen durch die Gegend steuert wie eine Kutsche. Wenn sie kommen, um nach uns zu sehen, können wir versuchen, uns den Weg freizukämpfen. Falls sie denn nach uns sehen kommen. Diese Verzweiflung intensiver als ein Käsesorbet. Wie ich sehe, habt ihr euch erneut mit Taranit vertraut gemacht. Unbekannt, unerwidert. Schon gut, sie wird sich an euch gewöhnen. So wie ich es tat. Ist aber wirklich so, Masuna. Was wollt ihr? Bürgermeister Aulus ist wie ein Klümpchen in der Suppe. Eine Fliege in der Molke. Findet ihr nicht? Er hat mein Geschenk völlig verdorben. Er hat es vollkommen vermasselt. Ich habe versucht, ihn etwas anzutreiben. Ich habe ihm sogar eine Heldin zum Vernichten gebracht. Aber er konnte es einfach nicht durchziehen. Könnt ihr euch das vorstellen?
Ihr sprecht über mich? Ich habe euch hierher geführt, damit alles wieder langweilig wird. Und was tat er, um euch aufzuhalten? Nichts. Da stand ich nun in meinem Aufzug als nette alte Dame und er meint, dass alles meine Schuld wäre. Ach, er braucht einfach die richtige Motivation. Was wäre da besser als ein geflüchteter Gefangener, der nach Rache dürstet? Ihr wollt, dass ich ihn töte. Könntet ihr jemanden töten, den ihr liebt? Hä? Ich nicht. Nun gut, das ist mir schon vorgekommen. Aber nicht Bürgermeister Aulus. Das wäre zu abgenudelt. Nein, ich möchte, dass ihr ihn zu töten versucht. Warum soll ich versuchen, ihn zu töten? Er soll tief in all der Marmelade und den üblen Rückschlägen wühlen, aus denen sein Leben besteht. Er soll einen Samen der Zuversicht finden. Er hat Samen gesagt. Entschlossenheit heranwachsen lassen, mit dem er dann euer Hirn zu Brei schlägt. Falls das nicht klappt, ist mir jeder ist andere der Hirn auch recht. Sogar seiner. Ich werde es tun, wenn ihr schwört, Südspitz für immer zu verlassen. Abgemacht! Oh, und eine Sache noch. Daranet bleibt hier. Wenn ihr mich oh, nein. Oder ich sie in eine Ente verwandeln, sie rösten und sie an euch verfüttern. Ganz in Eida gehüllt. Die Ente meine ich. Das ist so schön, diesen süßen Öhrchen. Ist da etwa Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff. Wer kennt sie nicht? Die Nudelsamen. Oh. So, ich muss loskommen, treffen. Mach das mal, Suna. Viel Spaß. Wenn ihr unbedingt möchtet. Und macht es auf unterhaltsame Art, ja? Nach so langer Zeit in dieser Stadt weiß ich endlich, wo die Kolovianer ihre Pelzkappen haben. Die Kolo, was? Jetzt habt ihr die Chance, die Misere in Ordnung zu bringen. Geht und kümmert euch um den Bürgermeister. Schon gelangweilt. Hier, ich habe Geschenke für euch mitgebracht. Ich wusste, die glänzen werdet es sein. Immer die Menschen. Ich wusste es. Ihr, nicht auf. Ihr seid bekannt. Das Skelett sitzt aber etwas unvorteilhaft, kann das sein? Ich meine ja nur. Kriegst du aber nicht. Für auch so vieles kriegst du aber nicht. Da kriegst du auch keine Heilung. So, die erledige ich auch noch. Sehr schön.
für ein Glück. Dürfen wir eure Eingeweide ausleihen, um eine Wette zu gewinnen? Nein. Dürft ihr nicht. Ist eingestürzt. Meine Langeweile hat sie weggespült. Ging bis in die kleinsten Ritzen. Nö, ich hasse den Kerl. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um weitere 3 Stunden. Ah, brauch ich mal heilen. Im Atem vom Verrückten aus der Seele wandert. Im endlosen Lichte soll sie heilen. Ist aber keine Hilfe. Ich 24 Stunden ist Stream Jugend, Leute. Nee, 24 Stunden wären es heute nicht. 12. Keine 24. Reicht, dass wir diese Woche einen 17-Hass-Stream haben. Das wird auch schon hart genug. Wir gucken, dass ich bis 5 Uhr wach bleibe. Heute ist einfach nicht euer Tag, aber kann ihn euch versüßen. Nein. Ich kann mich nie zwischen Wahl und freiem Willen entscheiden. Was wird am Ende triumphieren? Aber warum die Sache nicht für mich erledigen? Oder ihr könntet einen Hebel ziehen, aber das macht uns beiden keinen Spaß. Nee, tut ihr nicht. Ich habe mich gebeten, den Bürgermeister zu töten. Warum spielt ihr dieses Spielchen? Das habe ich euch doch gerade gesagt. Ungezwungene Entscheidungen und der freie Wille sind Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Also könnt ihr entweder gegen einen sehr guten Freund von mir kämpfen oder ihr spielt mit einem weiteren Hebel. Es ist eure Entscheidung. Ich werde gegen euren Freund kämpfen. Wundervoll. Sag einfach Bescheid. Muss ich was hören? Nee, will ich nicht. Ich bin bereit. Freiwille, kommt heraus. Ich möchte euch jemanden vorstellen. No, hallo Freiwille. Freiwille ist aber nicht stark. Nicht viel Gusto, aber ein Klecks Begeisterung. 3 Prisen Elan, die Grundzutaten für Mumm-Fondue. Was meint ihr damit gekommen, um mich zu töten? Hi. Es ist ein Geschenk, eine Möglichkeit zu glänzen, zu beweisen, dass ihr ein Glück habt, das nicht bei der leisesten Berührung bricht. Im Ernst, Auli, ich finde euch toll. Tollkirschen. Wo war ich gerade? Dass ihr mich toll findet. Dass ihr mich nicht sterben sehen wollt. Euch grausam sterben sehen? Ganz allein und mich dabei kaputt lachen? Das sieht mir so gar nicht ähnlich. Oder doch? Aber ich bin sicher, ihr bekommt das selbst heraus. Bitte, tut das nicht. Vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Das ist nicht gerecht. Ich wollte das nie. Nichts davon. Und jetzt soll ich dafür sterben. Aber ihr seid vernünftig, nicht wahr? Wir können darüber sprechen, eine Einigung finden. Michio, Gorath, komm, eine andere Wahl. Ihr habt eine Wahl, ich hingegen nicht. Sheogorath erhörte mich und sagte, er würde mich einen goldenen Pfad hinunterführen.
Niemand in Südspitz hat mich je respektiert oder mir auch nur eine Chance gegeben, mein volles Potenzial zu entfalten. Welche Wahl hatte ich denn schon, als ihnen allen zu zeigen, wer ich wirklich bin? Sagt ihr etwa, dass ihr das alles tun musstet? Meine Familie herrschte seit Generationen über Südspitz. Doch nachdem wir alles verloren hatten, wo war da mein Erbe? Keiner verbeugte sich mehr vor mir, wie sie es eigentlich hätten tun sollen. Und deshalb zwinge ich sie jetzt dazu. Okay. Das ist die Bürde, die ein wahrer Anführer tragen muss. Ich sollte dafür nicht sterben müssen. Ich habe eine Abmachung mit Theogorath getroffen. Nein, ich lasse nicht zu, dass ihr mich auch einfach so achtlos überseht. Ich werde es euch zeigen, so wie allen anderen. Das bezweifle ich. Ich werde Sheogorats Gabe teilen. Dafür sorgen, dass ihr meine Macht respektiert. Ich gönn dir. Kniet vor mir! Nein. Junge, ich kann mich selbst heilen. So. Nein! Ich hing im Stuhl fest. Ich hing halt einfach im Stuhl fest. Kniet vor mir! Ich werde Sheogorats Gabe teilen. Dafür sorgen, dass ihr meine Macht respektiert. Kniet vor mir! Nö. Oh, das war aufregend und deprimierend. Armer Auli konnte nicht beenden, was er angefangen hat. Esma. Und deshalb seid ihr meine neue Lieblingssterbliche. Mhm. Wenn ihr etwas Wunderbares tötet, gestaltet ihr es interessant, neuartig, vielleicht sogar heiter. Ich frage mich, ob ich nicht hier bleiben und zusehen sollte, welche wunderbaren Dinge ihr als nächstes tötet. Wir hatten eine Abmachung. Meint ihr, ich hätte das vergessen? Ihr Vielleicht. Dummer kleiner Jungspund? Nennt ihr mich etwa einen Schuldendrücker? Einen Schummler? Nein. Ah, aber ich vergebe euch. Ich sage ja immer, Groll ist wie ein guter Käse. Wo sind deine Augen? Wenn man ihn zu lange in sich trägt, ist man irgendwann selbst der Leidtragende. Ja, ne? Okay, Quest abschließen. Lasst euch mal wieder blicken. Nö. Lass ich nicht. Damit lasse ich mir Zeit. Retterin von Südspitz. Sehr schön. Wunderbar. Es wird doch langsam. Naja. Ja. Aber wir wechseln jetzt zu Final rüber. Wird auch lustig. Okay. Jo. Hier machen wir dann. Fast verdient. Nein. Nein. Noch lange nicht. Nicht mit dem Gebiet hier. Hier sind wir fast fertig. Muss ich noch nachholen, das da unten. Mit den Büchern. Mal gucken. Jo. Aber. Geht jetzt erstmal zu Final rüber. Roberto wartet auf uns.